Dr. Ingo Schmieder ist Facharzt für Anästhesiologie im Elbland-Klinikum Riesa. Hier steht der Oberarzt nahezu jeden Tag im OP in luftdicker Höhe. In Riesa befinden sich die OP-Säle in den Obergeschossen des Klinikums. An manchen Tagen geht Dr. Schmieder aber in ganz anderer Mission buchstäblich in die Luft. Dann ist er unterwegs in einem ADAC-Luftrettungshubschrauber und das schon seit längerer Zeit. Das liegt über 20 Jahre zurück in den 90ern, als die Luftrettung in Deutschland, speziell auch in Sachsen und in benachbarten Bundesländern im Aufbau gewesen ist, sodass wir auch für Verlegungsflüge aus dem Klinikum Riesa in spezialisierte Einrichtungen den Christoph 71 aus Senftenberg, der 1994 stationiert worden war, in Anspruch genommen haben. In dem Zusammenhang, weil ich schon länger auch im Elbklinikum Riesa beschäftigt bin, bin ich mit den Kollegen der Luftrettung in Kontakt gekommen, habe mich dafür interessiert, gefragt, welche Modalitäten für die Bewerbung erforderlich sind. Es war damals unkompliziert, weil Ärzte dringend gesucht wurden. So kam ich 1996 im Januar zu meinem ersten Flug. Das Elbland-Klinikum wird von zahlreichen Luftrettungsunternehmen angeflogen. Damit können die Patienten schnell transportiert werden, entweder nach Riesa oder aber auch von Riesa aus in andere Kliniken. Patienten hat es den Vorteil, dass der Notarzt oft schneller über eine längere Distanz am Notfallort ist. Abhängig vom Notfallgeschehen, wo in der Leitstelle, in der der Notruf eingeht, auch gefiltert wird, welches Rettungsmittel das geeignetste ist. Und wenn man davon ausgehen kann, dass ein Patient auch transportiert werden muss in eine spezialisierte Einrichtung über längere Strecken, dann ist der Rettungshubschrauber das primär bevorzugte Einsatzmittel, um den Notarzt an den Ort des Geschehens zu bringen. In der Luftrettung ist kein Tag wie der andere. Da hat auch Dr. Schmieder schon so einiges erlebt. Außerhalb medizinischer Highlights gab es Drehtermine mit dem ORB damals, jetzt RBB. Und in Erinnerung geblieben ist mir ein Tag, als es um die Eröffnung des Lausitzringes ging, mit dem sehr bekannten Moderatorenteam Viktoria Herrmann und Gerhard Delling, den wir gemeinsam Rundflüge für Luftaufnahmen, was seinerzeit noch möglich gewesen war, absolviert haben. Und es war ein hochinteressanter, spannender Tag, völlig außerhalb des Alltags und der Routine. Wie bei den Kollegen am Boden im Rettungswagen ist es nie die Einzelleistung, sondern die Arbeit vieler Fachleute, die ihr Bestes geben, so auch Dr. Ingo Schmieder. Das ist ein ausgezeichnetes Teamwork bei uns. Einer muss sich auf den anderen verlassen können. Jede Entscheidung, auch in kritischen Grenzsituationen, wird immer im Team entschieden mit Vetorecht des Einzelnen. Es ist immer eine entspannte Atmosphäre, ein gemeinsames, kollegiales Miteinander. Anders kann Luftrettung, Rettungsdienst überhaupt nicht funktionieren. Und genau das haben sowohl die Fliegenden als auch die im wahrsten Sinne bodenständigen Mediziner gemeinsam. Denn das Wohl des Patienten steht immer an erster Stelle.